Gut, sprechen wir noch mit Wrecker. Ja, Pathfinder. Und klären mal die Sache mit dem Kälteschlaf. Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen. Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Aha, genau, hier. EOS Chefingenieurin Grace Leto. Ich habe gehört, dass die Chefingenieurin auf EOS zurück in den Kälteschlaf gegangen ist. Wir hatten einige Anfragen dieser Art. Die ersten Monate in Helios waren entmutigend. Jetzt, wo Prodromos wieder auf Kurs ist, will ich sie zurück im Einsatz. Chefingenieurin Grace Leto. Kennzeichnung E97 Durango. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Nö, das war's dann erstmal. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? So, warte mal, war da gerade noch was? Einen schönen Nachmittag, Pathfinder. Oder guten Morgen. Je nachdem, nach welcher Welt wir uns richten, die wir entdeckt haben. Direktor Addison stört das sehr. So, hier, Kolonisten-ID-Kennzeichnung, das wollte ich mir noch anschauen. Warum haben einige Kolonisten eine Kennzeichnung aus Zahlen und Buchstaben? Die haben alle Mitglieder der Initiative. Zumindest irgendwo in der Datei mit ihrem Lebenslauf. Sie ist aber nicht relevant, wenn sämtliche Aufgaben von allen erledigt werden. Was? Es ist ungefähr so wie bei einem zweiten Vornamen. Kennen Sie Ihre Kennzeichnung nicht? Ja, erzähl mal. Ich wusste nicht mal, dass ich eine habe. Sie waren in erlesener Gesellschaft schon bevor Sie zum Pathfinder ernannt wurden. Rider, Pathfinder, Spezialistenkennzeichnung, A04 Malapa. Was Interessantes? Ein A und niedrige Null. Da ist jemand schon von Anfang an dabei. Malapa. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder. Malapa, Malapa, klingt super. Okay, schauen wir nochmal kurz hier an der Statuskontrolle. Gibt's denn hier was? Oh, 6 von 22 freigeschaltet, 3 Punkte verfügbar. Okay, dann schauen wir mal. Wissenschaft, was haben wir denn da? Erweiterte Feldanalyse, zusätzliche gewöhnliche Minenvorkommen. Verkürzt die Zeit bis zum Erhalt von Forschungspunkten. Erhöht die erhaltenen Forschungsdaten aus allen Quellen um weitere 10%. Moment, ja, okay. Halt regelmäßig Verbrauchsmunition, regelmäßig organische Materialien, regelmäßig Tech-Materialien, fortgeschrittenes Training, also 10% Bonus auf AP durch Abschließen von Begegnungen. Das könnte vielleicht interessant sein, oder? Ich meine, wenn man das sollte man eigentlich relativ früh aktivieren, würde ich denken. Was kommt danach noch? Da müssen wir Munition für freischalten, dafür allzeit bereit. Hier haben wir auch noch was. Achso, das habe ich schon aktiviert. Apex-Taktik, 15% mehr Credits für Apex-Missionen. Die kann ich leider nicht mehr machen, abseits des Spiels. Also da gab es eine App für, aber in die kann ich mich irgendwie nicht mehr einloggen. Das funktioniert leider nicht mehr. So, das ist auch alles Apex. Also, ich glaube, Spezialeinheit. Ne, wo war das jetzt? Fortgeschrittenes Training, das werden wir mal machen. Yep. So, dann schauen wir nochmal bei den Handelspots vorbei. So, verdienen Sie durch Investitionen in regelmäßigen Abständen Credits, okay. Erhalten Sie Zugriff auf spezielle Warenangebote, das klingt gut. Das machen wir und ich würde sagen, dann packen wir den zweiten Punkt noch darauf. Okay, wunderbar. Wofür stehen diese Zeichen eigentlich? Ich habe keine Ahnung, aber wir haben wieder ein paar Punkte vergeben. Wir sollten mal unsere Belohnungen einsammeln. Das mache ich viel zu selten. Ich bin halt auch viel zu selten hier. An das Apex-Personal. Gut. Bitte überprüfen Sie Ihren Dienstplan. Es gibt wichtige Aktualisierungen. Und dann schauen wir nochmal bei Director 10 vorbei und dann sollten wir es auch geschafft haben für die Nexus. So, und mit ihm müssten wir jetzt über die geheimnisvolle Spenderin da sprechen. Schön, Sie wiederzusehen. Ja. Die Behörden versuchen. Ein Riesenbüro hat der Kerl. Schrecklich. Da muss man den erstmal finden. Ach, siehst du mal, Cora steht ja hier rum. Ist jetzt ihr Platz. Alles, was wir erreichen, wird hier zu sehen sein. Oh, sieh mal an. Waren die beim letzten Mal auch schon da? Die THV Ravuna. Ein Modell der Ravuna, ein früheres Raumschiff der Turianer und das erste, mit dem sie durch ein Massenportal geflogen sind. Aha. Oh, die Normandy SA-2? Die gab's schon, als ihr losgeflogen seid? Also spielt das Ganze nach Mass Effect 2 erst?
Insgeheim erworbener Bauplan der SSV Normandy SR-2, einer Tarnfregatte, die auf einem von Allianz und Turianischer Hierarchie gemeinsam entwickelten Design basiert. Okay, insgeheim erworben heißt dann für mich, bevor sie tatsächlich durch die Gegend geflogen ist, oder? Keine Ahnung. So, und was haben wir hier noch? Die ESAV Majority. Das erste bemannte Raumschiff der Menschheit mit Ionenantrieb. Gebaut mit der Technologie, die sich 2003 bei der ESA-Sonde Smart 1 bewährt hatte. Uhu, sowas. Okay. Interessant, interessant. Ich glaube, Datenpads hier hatten wir auch schon uns angeschaut, ne? Ja, ja, Interplanetarmission, das kommt mir bekannt vor. Gut. Wo ist Cora jetzt? Da drüben ist Cora. Mit der sollten wir doch mal reden, würde ich sagen. Tja, alter Mann. Wir kommen unserem Ziel näher. Legen Sie ein gutes Wort für uns ein. Okay, mit ihr gibt es leider nichts Besonderes zu besprechen. Tan redet sich gerne ein, er würde uns im Auge behalten. Aber das funktioniert in beide Richtungen. Na klar, so, dann gehen wir mal zu Tan. Wir haben von den Völkern der Milchstraße nichts zu befürchten. Aber haben Sie uns denn etwas anzubieten? Unsere Weisheit, unser Wissen, davon haben wir selbst genug. Natürlich. Und Sie haben außerdem Nahrung, Wasser... Alles, was man zum Leben braucht. Ah, wir kommen langsam zum Kern der Sache. Ich würde gerne die Grundlagen für eine Handelsbeziehung zwischen unseren Völkern legen. Womit könnten Sie denn handeln? Nun ja, mit Weisheit und Wissen. Es in Erwägung ziehen. Einen schönen Tag noch. Das war ein Nein. Tja, ich glaube, jemand anders als Tan sollte solche Sachen aushandeln. Glückwünsche sind angebracht. Friedlicher Kontakt mit den Angara. Genau dafür steht die Initiative. Soweit ich gesehen habe, bietet uns ihre Kultur jahrelang Stoff, mehr über sie zu lernen. Unsere Wissenschaftler sind darüber bestimmt überaus erfreut. Derartige Ereignisse waren in der Milchstraße sehr selten. Hoffentlich führt die Rettung der Moschai zu einer stärkeren Verbindung zwischen unseren Völkern. Haben Sie noch weitere Anliegen? Oh ja, da wäre noch was. Nur aus Neugier. Was wissen Sie über die Unterstützer der Initiative? Nur das, was alle wissen. Jean Garson war die Gründerin und hatte die Vision. Unglücklicherweise starb sie während der Geißelkatastrophe auf der Nexus. Gibt es sonst noch jemanden? Ich wünschte, es wäre so. Eine Stimme, die das Gesindel zum Schweigen bringt. Dann würde Cash vielleicht zuhören. Aber nein, wir sind allein. Warum fragen Sie? Ich habe Informationen, die darauf hindeuten, dass Garson nicht die Einzige war. Was für Informationen? Das ist kompliziert. Aber es gab einen stillen Partner. Einen Wohltäter. Selbst wenn das wahr wäre. Wir sind jetzt schon 14 Monate hier und haben noch nichts in der Richtung gehört. Dieser Partner ist entweder ein Geist, verschollen oder tot. Nein, Jean Garson war unser Leuchtturm. Schon traurig, wenn jemand von so großer Bedeutung ganz alleine sterben muss. Oh. Überall herrschte Chaos. Als man sie fand, war sie bereits tot. Ihren Verletzungen erlegen. Wurde der Fall untersucht? Ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Stase. Aber die Geißelkatastrophe brachte so viel Zerstörung. Der Tod war überall. Falls Sie andeuten wollen, dass etwas anderes passiert ist, Ryder, würde ich es begrüßen, wenn Sie es nicht täten. Wir brauchen nicht noch mehr Verwirrung und Unruhe. Danke für Ihre Zeit. Das klingt, als ob wir uns mal damit beschäftigen. Wenn Sie das verfolgen wollen, könnte ein Zugriff auf die Sicherheitsunterlagen der Nexus mehr Informationen zutage fördern. Das würde ich sehr gern tun. Die Frage ist, wo muss ich dafür hin? So, Unterlagen der Nexus nach Informationen von Jean Garsons Tod suchen. Da müssen wir mal kurz im Log schauen. Ich weiß jetzt nicht, wo das mit gelandet ist. Das ist das Problem. Familiengeheimnisse? Ne, das sind ja alles bloß andere Sachen, ne? Ja. Helios-Aufgaben. Nexus. Da ist das doch bestimmt mit, oder? Die Feuerwehr auf eine E-Mail von Knight warten. Nein, das ist was anderes. Apex, Informationen über Gegner sammeln. Das ist was anderes. Tempest wird auch was anderes sein. Wo ist eigentlich die Filmbibliothek von der Nexus? Das sollten wir mal markieren. Da werde ich mal ganz kurz auf die Karte schauen. Ist das mit hier? Oder in welcher Etage ist das? Hier? Warte. Achso, ich bin bestimmt nicht... Moment. Das ist ja bloß der Ausgang, der hier markiert ist, oder? Hier hätten wir noch was. Hallo?
Ah, okay, hier, Familiengeheimnisse der Riders, das ist beides in der gleichen Ecke. I see, I see. Okay. So, dann lassen wir Cora mal ein bisschen weiter hier vor sich hin schwadronieren. Und gehen mal da drüben schauen, in der Archivecke. Es scheint ja beides hier zu sein, was wir suchen. Okay, wonach suchen wir, Sam? Alle Informationen, die etwas mit Gian Garsons Tod zu tun haben. So, Archivsystem, wunderbar. Okay, das war die Filmbibliothek, das hätten wir. Da müssen wir bloß mal mit Liam reden. So, und ansonsten probieren wir es doch mal hier. Aha, hier gibt es jetzt also noch was Neues. Garson-Ermittlungen geschlossen. Akte Nummer 1A98, Ergänzung. Vielleicht sollten wir erstmal das andere lesen. Ach, wer weiß. Aktualisierung zur Vermisstenmeldung von Gian Garson. Ja, wir lesen erstmal die Vermisstenmeldung. Akte Nummer 1A98. Die Gründerin der Andromeda-Galaxie. Meine Fresse. Ich krieg's nicht hin, sorry. Aus irgendeinem Grund sage ich immer Andromeda-Galaxie, obwohl ich Initiative sagen möchte. Die Gründerin der Andromeda-Initiative, Gian Garson, wurde als vermisst gemeldet. Sie wurde zuletzt während der Notfall-Stase-Aufhebung gesehen, die nach der Geißelbegegnung durchgeführt wurde. Es wurde eine Suchmeldung herausgegeben. So. Halt, halt, halt. Die einzige echte Tatsache ist, dass ihre Leiche in einem der Apartments gefunden wurde. Dann ist die Verbindung ihres Todes mit der Katastrophe durch die Geißel reine Spekulation. Ja, sie wollten die Sache unter den Teppich kehren. Wir sollten uns mal dieses Apartment ansehen. Mithilfe der Umgebungsdaten können wir den Hergang rekonstruieren. Okay, aber wir lesen nochmal ganz kurz diesen Zusatz uns durch. Die Gründerin, das ist die Vermisstenmeldung. Hier, Garson-Ermittlung geschlossen, das wollte ich nochmal lesen. Die Ergänzung. Aktualisierung zur Vermisstenmeldung von Gian Garson. Die Wartungscrew fand ihre Leiche in einem der Apartments auf der Nexus. Sie wies schwere Verbrennungen auf, ähnlich wie die Leichen anderer Personen, die während des Geißel-Desasters getötet wurden. Es ist unklar, wie die Leiche dorthin gelangt ist. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Garson durch das Geißel-Ereignis verwirrt und desorientiert war. Die Ereignisse passen zum zeitlichen Ablauf. Todesursache, Opfer des Geißel-Desasters. Status, Fall abgeschlossen. Okay. Dann schauen wir mal ganz kurz, ob das, was jetzt hier aktiviert ist. Was ist das denn? Achso, das ist bloß der Ausgang, oder? Nee, dann schauen wir mal. Den Filmabend will ich jetzt nicht haben, sondern ich möchte... Wo war das jetzt? Bei zusätzlichen Aufgaben? Ach, jetzt müsste man wissen, wo das mit dabei ist. Verschwundene Wissenschaftler. Oh, viel zu viele Aufgaben, ganz ehrlich. Wobei, es muss eigentlich was sein, wo ein Ausrufezeichen dran ist. Hier ist nichts. Gehen wir nochmal bei Helios Aufgaben schauen. Tempest war bloß das. Bei Nexus ist es immer noch nicht. Riesenwuchs. Das war das mit den Genwakern. Nein, das will ich gar nicht haben. Verbündete und Beziehungen, ist das hiermit? Ah, hier, genau. Bei Familiengeheimnisse der Riders ist das mit drin. Okay. Ist ja kein Wunder, dass ich das nicht gefunden habe. So, dann verschwinden wir mal von hier. Und gehen, ja, wohin eigentlich? Ah, okay. Zur Andockbucht. Ah, ich weiß wo, in diesen, ja, wo wir auch Pili getroffen haben. Da sind ja ein paar Apartments gewesen. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. So, dann schauen wir uns die Ecke mal noch an. Es ist keine Top-Qualität. Und schauen mal, ob wir irgendwas herausfinden können über Gian Garsons Tod. Das wäre ja mal was Neues. Siehst du mal genau, das dachte ich mir, dass jetzt eins von den Apartments hier offen ist. Hier wurde Gian Garsons Leiche gefunden. Wonach suchen wir? Wenn Sie den Raum scannen, ermöglichen uns die Umgebungsdaten vielleicht die Rekonstruktion des Hergangs. Okay, fangen wir an. Halt, was? Da drüben haben wir was. Okay, ansonsten ist ja auch nicht so viel. Hallo. Da. Das war kein Unfall. Sie wurde ermordet. Die Tat hat sich vor mehr als einem Jahr ereignet. Der Mörder ist wahrscheinlich längst über alle Berge. Ja. Aber
Moment mal. Dieser ganze Bereich war damals abgeriegelt. Er wurde erst nach der Ankunft der Hyperion geöffnet. Was wollte Garson überhaupt hier? Vielleicht wäre ein weiterer Scan des Raums angebracht. Das war der Plan. Okay. Da scheint wohl noch ein versteckter Raum zu sein. Eine Geheimtür. Aha. Dann machen wir die doch mal auf. Was haben wir denn hier? Sieh mal an, 2 Datenpads, okay. Garson-Notizen, Eintrag 1.1, 2819. 21.79, einmal erwähnt, ein Sturm kommt. Sagte, Beweise sind eindeutig. Heißt? Andromeda, warum? Hyperion, immer noch kein Kontakt. Wo ist Alec? Haben sie ihn auch erwischt? Wer ist sie? Die Cat, oder was? Hier spricht Gian Garson. Ich habe nicht viel Zeit. Ich verstecke mich seit unserer Ankunft in den abgetrennten Bereichen der Nexus. Jemand will mich töten. Und jetzt höre ich sie unten in den Hydrokulturen. Sie kommen. Ich habe alles, was ich weiß, in meiner VI im Kulturzentrum gespeichert. Dieses Log enthält den Code. Und was auch passiert. Oh Gott. Sie sind vor der Tür. Wow. Das ist echt heftige Scheiße. Ja, sehr beunruhigend. Ich habe den Code für den VI-Kiosk, den sie erwähnt hat. Okay. Dann wollen wir den Kriminalfall mal aufklären. Mal sehen, was es da Spannendes für uns gibt. Finde ich ein bisschen merkwürdig, dass die Infos an so einem öffentlichen Ort gespeichert sind. Aber gut. Schauen wir es uns an. Hallo Nachbar. Ich bin Gian Garson, die Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich dachte, Sie würden vielleicht gerne mehr über unsere Pläne erfahren. Jetzt gerade nicht so, aber erzähl mir mal über die Geheimnachricht. Sam, können wir uns die Nachricht anhören, von der Garson gesprochen hat? Wird freigeschaltet. Ich leite sie auf ihren Privatkanal um. Ah, vielen Dank. Seit Jahren hatte die Initiative einen stillen Partner. Die Wahrheit ist, mir ging das Geld aus. Dann tauchte ein Wohltäter auf. Ich stellte keine Fragen. Ich traf ihn nie persönlich. Das war ein Fehler. Ich habe alle belogen. Etwas Großes sorgte für Angst in der Milchstraße. Und jetzt werden 100.000 von uns nach Andromeda geschickt. Ich hoffe, es ist zu unserem Besten, aber ich habe meine Zweifel. Und ich glaube, dass ich jetzt aus dem Weg geräumt werden soll. Alec Ryder und ich hatten dafür ein Codewort. Fulcrum. Vielleicht hat er mehr herausgefunden. Was soll das heißen? Etwas Großes in der Milchstraße. Vielleicht enthalten die blockierten Erinnerungen ihres Vaters die Antwort darauf. Er könnte mehr gewusst haben. Ja, ich werde sie wohl weiter freischalten müssen, um sicher zu gehen. Dann ist der Aufbruch der Andromeda-Initiative und die Ankunft der Reaper vielleicht doch nicht so zufällig vom zeitlichen Ablauf her. Ich könnte mir vorstellen, dass der geheime Wohltäter, das habe ich mir sowieso schon gedacht, vielleicht der Unbekannte ist, also Cerberus letztendlich. Es würde nur passen. Wobei dann die Frage wäre, warum mehr als nur die Menschen aufgebrochen sind. Denn in Cerberus ging es nur um die Menschen. Aber alles flüssig, auch wenn ich Ihnen nicht auf die Finger schaue? Wer weiß. So, ich glaube, damit haben wir jetzt soweit auf der Nexus alles abgeschlossen, was abzuschließen ist. Das heißt, wir können eigentlich wieder aufbrechen. Momentan können wir bei der Ermittlung in dem Fall Gian Garson nicht wirklich was Neues rausfinden. Da müssen wir erstmal warten, bis wir neue Erinnerungen freischalten können. Und damit sollten wir eigentlich fit genug sein, um... Ja, wir können noch mal kurz nach Eos gehen, würde ich sagen, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Noch mal kurz in Eos vorbeischauen, was es dort Neues gibt, denn es wurde ja gesagt, da gibt's Neues. Und dann kann ich so diese Nebenmissionen nochmal nebenbei so ein bisschen mit abarbeiten, abseits der Aufnahme. Und wir können beim nächsten Mal uns dann... Gil wollte, dass sie vorbeischauen. Und können uns dann beim nächsten Mal nach Aya begeben. Gut, dann gehen wir mal fix zu Gil. Warum können sie nicht einfach selbst fragen? Darum. Es laggt. Na, darum eben. Also gut, Lexi, Phoebe würde gern einen Blick auf Jaws Scans werfen. Phoebe weiß, dass ich keine Patientendaten weitergeben darf. Es ist sinnlos. Phoebe ist seltsam. Okay,
Oh, hey. Selber hey. Ich muss Sie etwas fragen. Schießen Sie los. Denken Sie, Sie werden Kinder bekommen, wenn dieser ganze Irrsinn vorüber ist? Wieso beschäftigt Sie das? Jill, meine Freundin, von der ich Ihnen erzählt habe, als Sie mich beim Pokern fertig gemacht haben, sie leitet das erste Repopulationsprogramm der Initiative in Prodromos. Und sie redet von nichts anderem mehr. Das hat mich nachdenklich gemacht. Letzten Endes geht es bei dieser ganzen Sache, bei der Andromeda-Initiative, doch im Grunde darum, dass wir uns vermehren. Ja, so ist das. Und für diese Erkenntnis haben Sie so lange gebraucht? Ich sagte doch, ich habe das alles nicht wirklich durchdacht. Aber wenn wir nicht überleben, hat im Grunde nichts von dem, was wir hier tun, eine Bedeutung. Jill hat recht. Wir sollten möglichst bald damit anfangen, Kinder in die Welt zu setzen. Definitiv. Wer hätte gedacht, dass diese ganze Geschichte letztendlich nur eine bessere Partnervermittlung ist? Ach, der biologische Imperativ ist irgendwie scheiße. Es gibt andere Möglichkeiten der Fortpflanzung. Man braucht dafür nicht unbedingt eine Liebesbeziehung. Ja, ich schätze, ich könnte vielleicht DNA spenden. Oder wie auch immer das läuft. Sie wissen doch, wie ich bin. Ich tue, was auch immer mir mein Bauchgefühl gerade sagt. Und blicke nicht zurück. Meiner Mutter zufolge war mein Vater genauso. Keine Ahnung, ob das stimmt. Sein Bauchgefühl hat ihn schon vor meiner Geburt dazu gebracht, weiterzuziehen. Das klingt irgendwie nach meinem Vater. Sie tun ihm Unrecht. Er wollte Sie in seiner Nähe haben. Er hat dafür gesorgt, dass Sie und Ihre Schwester ihn hierher begleiten. Und er ist für Sie gestorben. Ja, aber er hat andere Entscheidungen getroffen, durch die er sich von uns entfernt hat. Das kann genauso schlimm sein. Ich verstehe, was Sie meinen. Trotzdem wären wir ohne unsere Väter nicht hier. Sie haben uns in die Welt gesetzt. Vielleicht genügt das ja schon. Danke, Ryder. Es hat gut getan, darüber zu reden. Ja. Bitte vermehre dich nicht. Bitte pflanze dich nicht fort. Ich möchte nicht noch einen kleinen Tier haben. Die Angara also die ganze Zeit gegen ihre eigenen Leute gekämpft. Oh, Leck. Bestimmt ganz super. So, wir werden jetzt aber nicht nochmal mit den Leuten sprechen, denn eigentlich gibt's nichts Neues, also keinen Anlass dafür, dass irgendwas Neues hier auftaucht. Wenigstens konnten wir die Moschai retten. Sondern wir werden uns ihrer Leute verloren. Wegbegeben von hier und hin nach Eos. Oder gibt's jetzt vielleicht irgendwas Neues zu erkunden? Wir sollten ja auch irgendwelche neuen, Dingens finden. Systeme, ne? Ich glaube aber nicht. Das sind alles welche, die wir schon vorher hatten. Das kommt dann vielleicht noch später. Okay, Eos. Da werfen wir jetzt noch einen kurzen Blick drauf. Und dann werde ich die Aufnahme auch beenden für heute. Das ist nur eine kleine, so zwischendurch. Das Pisces-System. Heimat von Eos und Prodromos. Sehr gut erkannt. So, einmal nach Eos. Ich empfange etwas. Oho. Soll heißen? So, hier gibt es zwei Treffer. Landezone auf Eos und die Architektenhülle auf Eos. Das hatten wir ja schon auf Volt gesehen. Da ist ja auch der Architekt in der Luft rumgeflattert. Orte einen Reliktarchitekten. So, das wird genau das gleiche sein, dass der jetzt inaktiv um den Planeten rumflattert. So, gibt's Reliktforschungsdaten für? Ganz wunderbar. Sehr schön. Oh, falsche Taste. So, lassen wir ihn weiter flattern und begeben uns nach unten. Ja, Waffen passen schon, ist okay. Leite Sinkflug ein. Die Werte passen, alles ruhig. Endlich wieder im Kampfanzug. Da sind wir wieder.
So, keine Ansagen, keine Sprüche, irgendwas? Nein? Das ist sehr schade. Gibt's denn hier irgendwas für uns zu erledigen? Ah, ich habe Probleme mit dem Scrollen. Ich habe leider meine normale Maus, die ich leider bei meiner Reise kaputt gemacht habe, unlängst hier dran. Also das, beziehungsweise nicht die Maus ist kaputt, aber das Scrollrad, das da dran hängt. Gut, wir haben noch versteckte Lager, aber ansonsten scheint jetzt hier nicht so viel zu sein. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass hier irgendwas sein würde. Nochmal kurz auf die Karte. Hier wird aber noch ein Ziel angezeigt. Das ist natürlich die Frage, was das ist, dieses Ziel. So, finde ich das denn jetzt? Und wenn ja, wo finde ich das? Ach Gott, das Rad. Tut mir leid, das Scrollen ist etwas umständlich. Aber hier scheint es nicht zu sein. Ich hätte ja gedacht, dass das vielleicht hier irgendwo ist. Aber nö. Okay. Theoretischerweise sollte irgendwo auch diese Chef-Ingenieurin rumstehen, die wir aus der Stase geholt haben. Allerdings weiß ich leider nicht wo. Na gut, ich würde sagen, da hier ansonsten nichts ist, beende ich hier die Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde mich noch ein bisschen umschauen und dann werden wir uns aufmachen nach Aya und mal sehen, was wir mit den Angara dort so anstellen können. Beziehungsweise nicht mit der Angara, aber mit dem Reliktgewölbe auf Aya. Und dann werden wir generell Aya auch mal ein bisschen erkunden können. Die Gelegenheit hatten wir ja bisher noch nicht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein und wir sehen uns.